Hallo und Moment, Moment, Moment. Erstmal ein bisschen meine Stimme runterdrehen, bevor ich das vergesse. Okay, willkommen zurück. Warum kann ich mich nicht bewegen? Jetzt geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platinum Together. Wir wollen den Wasserweg hier nach Norden folgen. Jetzt ist die Frage, muss ich über das Wasser? Ich glaube schon, deswegen setzen wir Server ein. Und wir schauen mal kurz, ob wir einen Schutz haben. Denn ich habe keine Lust. Ja, wir haben einen Schutz. Keine Lust, die ganze Zeit gegen wilde Pokémon zu kämpfen. So, jetzt sind wir in der Vollrio-Hütte. Vollrio-Hütte, so. Achso, wir können ja gar nicht kämpfen. Genau, Vollrio-Hütte. Und hier gibt's Trainer, okay. Achso, das ist wie in dem alten Pokémon. Schön, dass sie das mal wieder eingebracht haben. So ein kleines Rätsel. Ich meine, ist jetzt nicht so schwer. Ein Gelbstück, okay, dann kann man, glaube ich, gegen Attacken oder ich weiß nicht mehr, was ein Gelbstück bringt. Wir gehen jetzt einfach hier oben lang und ich meine, der Partner ist erst gestartet, aber ich mache kurz einen kleinen Cut, denn jo, ich muss aufs Klo. So, dann sind wir wieder da oder ich. Für euch war es eben keine Sekunde Zeit. Ich schaue mal kurz, was mit unserem Pokémon ist. Genau, wir haben einen Rio. Ne, Lucario, so Rio Lewis, die Fontwicklung, dazu bekommen. Killian hat offscreen anscheinend, oder hat er, ich weiß es ja, hat er Lucario weiter trainiert, dass er mit den anderen Pokémon mithalten kann. Und wir besiegen jetzt mal den Trainer. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier falsch sind, weil ich sehe gerade nicht, wie wir weitergehen sollten. Aber vielleicht geht's unten rechts weiter. Wir benutzen Aeroass oder Rasierblatt. Versuchen wir einmal. Okay, Überwurf ist nicht stark, aber unser Rasierblatt haut ganz schön rein. So, Mashok, den können wir auch noch besiegen mit Wendigo, dann ist das auch schon Level 40. Und den besiegen wir auch mit Rasierblatt, der dürfte ja auch nur ein bisschen mehr aushalten. Geowurf skaliert mit dem Level vom Anwender, glaube ich. Also nicht so stark. Das war keine schlechte Attacke, aber es gibt bessere. So, dann kann Wendigo zurück. Und wir kämpfen einfach mal mit Nick. So, da unten. Okay, hier geht's lang. Wo wollen wir erst lang? Na, wir gehen erstmal oben lang. Und holen uns Calcium. Lucius und Lucario. Okay. Aber irgendwie klar, dass da ein verstecktes Item war. Aber ich könnte mal den Radar ab und zu verwenden. Okay, scheint nichts da zu sein. Schutz wirkt nicht mehr, das ist nicht tragisch. Dann gehen wir hier noch lang. Reagiert der Itemradar eigentlich, wenn ich jetzt hier draufklicke? Ah, okay. Jetzt zeigt er uns erstmal, wo die ganzen Items sind. So. Warte, reagiert der jetzt? Nee, anscheinend nicht, okay. Dann machen wir den noch platt. Und das ist ja die Vollrio-Hütte. Ich denke mal, dann geht es hier auch um Feuer-Pokémon. Teilweise? Nee, okay.
Vollrio-Hütte, hätte man denken können, es geht um Feuerbogen, aber es ist ja auch eher eine Stahlverarbeitung. Also ist es schon klar, dass hier Kampf- und Stahl-Pokémon unterwegs sind. Aurora Fähre ist sehr stark, okay. Arbeiter Jonas, okay. Dann nochmal die Aura-Sphäre so. Ja, Lucario ist schon ziemlich cooles Pokémon. Gefällt mir auch in Super Smash Bros. Brawl und den Nachfolgern ziemlich gut. Wir lassen Lucario drin. Wurde Nick genannt. Nach wem ist das benannt? Fällt mir gerade nicht ein. Aber ich glaube, im letzten Let's Play hieß unser Starter auch schon Nick. Wenn ich mich nicht irre. So, jetzt gehen wir erstmal das Item da unten holen. Und dann, da unten können wir nicht lang. Das ist eine Falle. Okay, dann, warte, hier sind wir hergekommen, oder? Ich denke schon. Dann können wir nur hier lang. Da ist noch ein Item und hier ist noch ein Item, okay. Da gibt es einiges zu holen. Hier ist auch schon wieder eins. Einfach mal ab und zu schauen, ob hier ein Item rum versteckt liegt. Ah, hier. Da oben ist eins versteckt. Sonst ist aber hier keins mehr. Da kommen wir zurück. Dann laufen wir hier lang. Da oben wollen wir nicht lang. Wir wollen... Wo wollen wir lang? Ich glaube, wir wollen hier lang. Die Frage ist, ist das ein Fehler? Warte, dann kommen wir wieder dorthin. Ah ne, doch, das ist richtig. Oder dann schauen wir mal, ob hier ein Item drin ist. Ja, genau. Und da oben, den wollen wir noch. Ein Feuerstein, okay. Gibt es ein Pokémon in dieser Generation, mit dem es etwas anfangen kann? So. Warte, wo wollen wir lang? Ich will an dieses Item. Die Frage, welches? Ich hole mal einfach das mittlere. Okay, das war ein Fehler. Das mittlere ist falsch. Okay, jetzt muss ich erstmal zurückfinden. Ich glaube, das ging da oben lang. Wie lang? Dann nehmen wir jetzt erstmal das obere. Okay, das war richtig. Und den Pokéball, der auf dem Boden liegt, den Steinrauch. Und wir bestreiten diesen Kampf. Dann gehen wir jetzt erstmal gleich noch den oberen Weg. Oder sich kleiner, wir können auch direkt unten lang. Ich glaube, das ist egal. Ein Magma. Auch ein ziemlich cooles Pokémon. Wird aber von unserer Aura-Sphäre besiegt. Dürfte nicht lange dauern. Lucario hat eigentlich eine sehr starke Aura-Sphäre. Doch Lucario. Ich frage mich gerade, ob Aura-Sphäre nur Lucario kann oder ob das auch mehrere können. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber jetzt einfach noch eine Finsteraura hinterher. Und das wäre fast das Level Up. So, jetzt wollten wir unten lang. Okay, wenn wir da lang gehen, kommen wir zurück. Da oben kommen wir auch zurück. Moment. Achso, gut, dass wir nicht oben lang gegangen sind. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Und uns erst das Item.
Flammenwurf, genau. Deswegen sind wir auch hier. Und jetzt können wir noch mit dir reden. Alforion, nun, hallo. Ich bekomme hier nicht oft Besuch. Ich versuche die Arbeit hier zu verbessern, indem ich Bodenteile einsetze, die sich bewegen. Aber nicht jeder ist wirklich glücklich darüber. Sie sagen, die Bodenteile machen einen schwindlig. Nun, ich sollte dir hier nicht die Ohren volljammern. Hier ist ein Andenken an deinen Besuch. Okay, Sternstück. In meiner Eisenhütte wird aus Eisenerz Roheisen gewonnen, indem ich Verunreinigungen daraus entferne. Dieser Vorgang beschert uns eine Vielzahl an farbigen Scherben. Möchtest du Sternstücke gegen diese Scherben eintauschen? Ja. Meine Eisenhütte wäre nichts ohne Eisen. Daher bin ich der Natur auf ewig dankbar, dass sie mir Eisen schenkt. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ist auch egal. Wir schauen einfach mal ab und zu hier unten, ob da Items sind. Also wir laufen gegen die Wand. Und wir holen uns die Bären damit. Wir können natürlich mal kurz schauen, was für wilde Pokémon hier auf uns warten. Ein Buschelin. Okay. Ein bisschen kommen. Jo. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo es bei uns als nächstes hingeht. Ich glaube, wir können einfach oben lang laufen. Ich hau nochmal einen Schutz rein. Ich habe nämlich keine Lust, gegen diese ganzen wilden Pokémon zu kämpfen. Und so viele Erfahrung geben die auch nicht, dass es sich lohnen würde. Ich meine, den Unterschied würde es wahrscheinlich im Großen und Ganzen dann am Ende doch machen. So, da unten können wir noch lang und da oben können wir lang. Dann gehen wir erstmal da unten lang. Ach ne, hier geht's nach Flori. Okay. Aber, ah, hier, genau. Hier laufen wir jetzt lang und schauen immer, ob hier auch Items sind, weil hier sehen wir schon. Ich denke, das müsste hier sein. Ja, genau. Hier holen, das holen wir noch mit. Da unten wird wahrscheinlich auch noch eins sein. Mal schauen, ob mein Instinkt da stimmt. Ja, genau. Und hier vielleicht noch. Okay, hier sind jetzt erstmal keine mehr. Hier ist ein Item, okay. Und da haben wir noch eins. Da unten gehen wir nicht lang, denn dann kommen wir nach Flori. So, ich denke aber, wir haben jetzt im Großen und Ganzen alles gefunden. Noch ein Beleber. Okay. Frag mich, kann ich da oben runterspringen? Ich würde es eigentlich gerne versuchen wollen. Gibt es hier noch was? Ich denke, jetzt haben wir im Großen und Ganzen alles. Ich denke aber hier. Kann man hier runterspringen? Nee, okay. Könnte man da unten runterspringen? Ja, da könnte man runterspringen. Das wollen wir aber nicht. Denn wir wollen oben weiter. Jetzt öffnen wir einmal kurz rüber. So. Wo kommen wir am schnellsten durch das Gras? Einfach geradeaus durch. So, jetzt geht's hier einfach runter. Moment, bin ich hier falsch?
Oh, das war falsch. Moment. Oder? Das war falsch. Wollen wir nach... Moment, jetzt bin ich am Lügen. Wollen wir nach... Ah ne, genau. Genau. Wir müssen hier gar nicht hin. Tut mir leid, dass ich mal nachlesen muss, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden mit Herumirren. Fiona haben wir noch da. Dann können wir nach San Digemme fliegen. Das müsste da oben, glaube ich, sein. Aber ich schau mal kurz nach. Ne, das ist Schleide. Ne, wie genau? San Digemme ist hier. Wo ist dann Gemme? Ist das eins von den kleinen Dingern hier? Genau. Diese Feuerio-Hütte, die war mir neu, glaube ich. So, und jetzt können wir hier unten lang. Hier gibt es eh, glaube ich, nur Wasser. Dann starten wir damit mal. Beutel holen wir einen Superschutz. Und gehen weiter. Und kämpfen uns durch das Wasser. Wir wollen nämlich, glaube ich, nach... wie heißt's? Schauen wir gleich auf der Karte, wo wir hinwollen. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal die Plansche platt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man die einzeln besiegen kann und gemeinsam. Und da ist unser Wupan fehl am Platz eigentlich. Aber die sind jetzt auch nicht so stark. Warte, ich glaube auch, das Pferd trifft alle. Ne, okay. Finster auch am, meine ich. So, dann machen wir das so und einmal Tempo-Hieb. Beides auf 1, einfach um sicher zu gehen, dass es auch besiegt ist. Dann sparen wir uns einen Angriff, den wir abbekommen. Schlammbombe ist nicht so effektiv. Okay, sehr effektiv, aber es ist nicht so effektiv, weil wir einen großen Levelunterschied haben. Und jetzt nochmal beides auf Meryl. Nochmal im Nahkampf. Tempo-Hieb. Und wir haben einen Volltreffer, das ist sehr gut. Dann kann Nick mit Glück Shalilos mit einem Schlag besiegen. Vielleicht brauchen wir auch gar kein Glück. Und da hätten wir Nick auf Level 40. Und es kommt einiges dazu. Was haben wir denn? Wir haben einen sehr guten Spezialangriff und guten Angriff. Also Angriff besser als Spezialangriff. Aber sehr ausgeglichen. Nochmal die Aurasphäre. Und hier machen wir einfach mal ein Flammenrad. Ich denke, wir heben uns den Tempo-Hieb noch ein bisschen auf, dass wir da noch ein bisschen AP drauf haben. Und auch als Aurasphäre ist mehr als stark. Okay. Ja, dann musst du sie trainieren, wenn deine Pokémon nicht stark werden. Dann tauschen wir hier einmal. Wupan ist natürlich schlecht. Dann trainieren wir jetzt hier einfach noch ein bisschen Chris. Und gehen da unten weiter. So. Wir können jetzt einmal rechts und einmal links. Dann gehen wir einmal rechts. Das sieht nämlich wie einen falschen Weg aus. Moment. Wir schauen einfach auf die Karte. Ich denke, wir müssen nämlich nach rechts. Und unten wäre der falsche Weg gewesen. Beutel und die Karte. Toxin Sonntag, Maronbeere, wo ist die Karte denn? Ach, ganz am Schluss, okay.
Ja, genau, wir müssen hier lang. Das heißt, wir gehen zurück. Aber soll ich wissen, ob das wird? Bevor ich gegen die kämpfe, checke ich jetzt erstmal aus, ob wir hier richtig sind. Da unten ist nichts oder ist da ein Item versteckt? Wir finden eine Wassertafel. Das ursprüngliche Atmete, da war das Universum noch nicht geboren. Wassertafel. Okay, wir haben hier eine Wassertafel gefunden. Schauen wir einmal, ob da noch was ist. Irgendein verstecktes Item. Nee. Da ist noch ein Trainer, den habe ich gesehen. Ich bin gerade ganz unsicher, wo wir lang müssen. Das scheint mir irgendwie richtig zu sein. Und ich will ja erst den falschen Weg gehen. Wir haben ja oben ja auch noch zwei Trainer, die wir besiegen wollen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Zudem wollen wir einen TM noch finden. Das hier auf der auf dieser Route versteckt ist. So, Chris besiegt die aber ganz schön schnell. Octillery. Ach so, das Vieh. Unsicher bin ich mir gerade. Hier ist es egal, ob er wirkt. Ich gehe jetzt sicherheitshalber. Ah, scheiße. Ich weiß. Beutel. Auf jeden Fall nochmal. Einen super Schutz. Wir müssen auf jeden Fall die zwei Trainer noch besiegen. Und dann gehen wir oben lang. Erstmal. Also ich besiege jetzt noch die zwei Trainer und lasse Killian im oberen Weg raus. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich eingesammelt habe. Also, das Pokémon sieht cool aus. Und es ist sehr schnell besiegt, hoffentlich. Ja. Cornelia wurde besiegt, hat aber ein süßes Pokémon gehabt. Was haben wir hier? Ein Goldini. Ich glaube, wir werden jetzt mal ein bisschen mit Donnerzahn angreifen. Einfach um die AP ein bisschen aufzuheben von jeder Attacke. Ich meine, Funkensprung und Donnerzahn macht keinen Unterschied. Im Großen und Ganzen. Hat glaube ich, den gleichen Angriffswert. Oder Stärkewert. Sieht natürlich imposanter aus, Donnerzahn. So,
aber wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich werde jetzt nur kurz noch da oben lang fahren, dass er weiß, wo er lang muss oder wo er lang soll erstmal. Obwohl er es ja eh wissen wird. Ich denke, es macht auch gar keinen Unterschied im großen im Endeffekt, wo er lang geht, weil wir am Schluss eh die zwei Routen verbinden. Oder die zwei Wege verbinden sich. So, Chris kann eigentlich für die Route am Anfang bleiben, weil einfach er hier am besten durchkommt. So, jetzt einmal hier lang, warten bis die sich umdreht und oben lang. Wir wollen kurz schauen, ob die sich auch verbinden oder was hier abgeht. Okay, hier verbindet es sich. Okay. Dann lassen wir ihn. Oh Gott, das war mein Fehler. Lassen wir ihn hier raus. Naja, zum Glück haben wir Chris, dann geht das auch schnell, dann ist es relativ egal. Ein Gold King. Sieht gar nicht so hübsch aus, in den Vorgängern, zumindest in der dritten Generation, sah Gold King sehr imposant aus. Von der Darstellung her, das Aussehen an sich hat sich ja nicht geändert. Meditalis. Dann hauen wir da einmal einen Donner rein, einfach um sicher zu gehen. Okay, dann speichern wir. Und ich verabschiede mich. Die nächste Folge seht ihr wie immer bei Killian. Auf Wiedersehen.